Ja, also wir hatten das Projekt Plant Go und wir hatten halt die Idee, weil es ja zum Beispiel in den letzten Sommern immer sehr trocken war und dadurch auch viele Bäume nicht genug Wasser bekommen haben, hatten wir die Idee, sozusagen eine App zu erstellen, mit der die Leute motiviert werden, Bäume zu gießen. Und in der App geht es darum, dass man sozusagen auf einer Karte alle Bäume in Halle angezeigt kriegt und dann kann man sozusagen die Bäume auswählen und sie gießen. Und man kann in Teams zusammengießen und das Team, das halt am meisten Bäume gegossen hat, kriegt halt am meisten Punkte und gewinnt. Ja, genau. Also so viel zur Idee. Dafür haben wir auch. Kannst du eins weitermachen? Genau, also das schon mal, so meldet man sich an. Also man muss sich erstmal einen Account erstellen. Das ist so eines unserer Activities, also quasi ja, Bildschirme. Es kommen auch gleich noch zwei andere. Genau, und wie Ash bereits erwähnt hatte, es ist quasi so ein bisschen wie Pokémon Go, wem das was sagt. Also es bilden sich dann aus den Accounts die Teams und die sammeln quasi Bäume in dem Sinne, dass sie die Bäume gießen insgesamt. Und da betrachten wir immer einen Zeitrahmen von einer Woche. Insgesamt kriegt der Baum dann 200 Liter, also das ist dann gefüllt und man gießt immer mit 10 Liter Eimern. Und wer dann quasi den Baum am meisten gegossen hat, der hat halt in der Woche diesen Baum gewonnen. Und der dann die meisten Punkte, also Bäume hat, hat dann für diese Woche gewonnen. Und das ist quasi das Spiel und das soll dann motivieren, diese Bäume dann auch zu gießen. Genau, jetzt noch zu den anderen User Interfaces. Dafür. Es geht schon. Strom hilft. Manueller Fokus, das klingt schlecht. Ist gut, okay. Also, das ist die Karte. Man sieht die ganzen Bäume und die werden dynamisch nachgeladen, je nachdem, wo man hingeht. Cool. Ja, dann ist noch die Teamauswahl. Alex. Das wäre natürlich logischerweise zuerst gekommen, aber na. Am Anfang wählt man halt sein Team aus. Ach so, dieses Kabel. Naja. Am Anfang wählt man halt das Team aus und das ist. Hier kann man das Team auswählen. Das wird dann von der Datenbank geladen in der Liste und hier kann man auch noch neue Teams erstellen. Genau, das Frontend wurde umgesetzt mit Flutter. Das ist ein Framework von Google, ein Open Source Framework. Und das ist, ja, wurde auch schon von anderen Projekten verwendet, weil es halt cool ist, dass man parallel mit einem Code, und zwar in Dart geschrieben, sowohl für Android als auch für iOS sowie für weitere Plattformen, entwickeln kann. Ja, also wir haben auch zwei Websites zu der App erstellt. Ja, also genau, also wir hatten, das war jetzt das Frontend, also die App, die man am Ende sieht, aber wir hätten das ganze Projekt gar nicht machen können, wenn wir nicht die Open Data von der Stadt Halle hätten, nämlich alle Bäume, die in der Stadt sind und was man damit anfangen kann, das wird euch jetzt mal unser Backend-Team erzählen. Genau, also die Stadt Halle hat ein sogenanntes Open Data Programm. Also hier veröffentlicht die Stadtverwaltung Daten, welche sie in der Stadt erheben. In diesem Fall haben wir uns auf das Baumkataster oder haben wir auf das Baumkataster zurückgegriffen. Dies ist eine Liste mit ma im maschinenlesbaren Format, welche alle Bäume beinhaltet. Die haben wir ein kleines Programm geschrieben, was durch diese Daten durchgeht. Open Data ist eine coole Sache, aber dann auch konsistente und immer gleiche Daten. Genau, das war eins unserer großen Probleme, dass wir darauf gekommen sind, dass die Daten teilweise sehr inkonsistent sind, man mit verschiedenen Dingen dasselbe ausdrücken will.
Und auch so Dinge wie, dass die Koordinaten nicht in einem standardisiertes Koordinatensystem, aber nicht sehr weit verbreitet. Und das heißt, das ist irgend so eine Projektion, die man erst umrechnen muss in verbreitete Koordinaten. Genau. Genau, ich habe mich um die API im Prinzip gekümmert. Ich habe in Node.js eine REST-API mit Express aufgesetzt, welche halt einfach die Daten von der Datenbank an die App übergibt. Und ja, da gibt es so einige Sachen, wie jetzt zum Beispiel gab es so kleine Probleme noch mit der API, dass sie nicht gestartet hat und so. Aber man kennt es, am Ende geht es ja irgendwie. Genau. Ja, genau. Falls sich jemand unseren Source Code angucken will, hinter dem QR-Code bzw. dem Link da unten versteckt er sich. Ja, also jetzt kommen wir wirklich zu den Websites. Also wir haben zwei Websites zu der App erstellt, damit sie sozusagen weiter verbreitet werden. Und dort erfährt man sozusagen, wie die App aufgebaut ist und wird halt darüber informiert. Ja, also das ist die erste Website. Also die Websites sind beide noch im Bau. Und das ein großes Problem war halt zum Teil, dass man sozusagen das Ganze auch für Handys und andere Geräte sozusagen unterstützt macht, weil dadurch, dass das Handy ja einen kleineren Bildschirm hat, verschiebt sich das Ganze und das ist halt anstrengend immer umzuändern. Ja, dann haben wir noch eine zweite Website. Das ist meine Website. Ist jetzt nicht so, also hat nicht so viele Features wie seine Website, aber hat, glaube ich, noch ein paar Rechtschreibfehler drin, weil ich es von seiner Website kopiert habe. Ja. Okay. Ah, also der Schluss. Also, oh, da hat jemand was falsch markiert, das ist nicht das Logo, das ist das Icon. Da ist eben ein Baum. Für Plant Go stehen das P und das G. Es ist mit, ach, wie hieß das noch gleich? Inkscape, genau, mit Inkscape gemacht. Das ist eine spezielle Zeichen- und so Software. Also, ja. Dann gab es dazu noch was weiteres. Das war dann, das ist dann das richtige Logo. Hoffentlich steht da nicht dann Icon. Wo ist? Kann jemand mal die? Ist da noch eine nächste Seite? Nein? Okay, dann gebe ich es einfach weiter. Falls jemand das richtige Logo sehen will, kann auch mal ganz kurz hinterkommen, dann kann ich es zeigen. Ja. Es soll eine, die App soll natürlich noch weiterentwickelt werden. Wir wollen die Teams ausbauen. Wir wollen überprüfen, ob jetzt wirklich ein Baum gegossen wurde oder nicht. Also es geht natürlich nicht so richtig, aber ob die Standorte vom Baum und Telefon übereinstimmen. Und auch die Zeit, ist das realistisch, in welchen Zeitintervallen die Bäume gegossen werden von einer Person. Wir wollen das auch auf mehrere Städte erweitern, die Karte. Und wir wollen auch noch ein paar mehr Informationen hier zu den Bäumen, wie viele Lieder die bereits bekommen haben und sowas anzeigen. Und das Punktesystem wollen wir auch noch ausbauen. Ja, das war's mit unserem Vortrag. Applaus